Oh Leute, es gibt wieder ein neues Video, es ist wieder Sonntag und zwar werden wir heute hier bei Aquagenera in Schlosshalte Stukenburg uns ein paar coole Pflanzen angucken, aber hier wird es noch ein anderes Thema geben und zwar ein viel wichtigeres Thema jetzt erstmal, denn es wird eine Messe geben. Was für eine Messe, was es genau damit auf sich hat, das erklären wir jetzt gleich da drin und übrigens bleibt unbedingt dran, denn in diesem Video gibt es am Ende nochmal für euch die Möglichkeit, mir unten in die Kommentare zu schreiben, welche Pflanze ihr denn unbedingt auf dieser Messe sehen wollt. Wenn ihr da irgendeine Vorliebe habt, dann lasst es mich wissen und ich gebe das Ganze weiter an Aquagenera, damit ihr da auch genug Pflanzen von euren Favoriten mitbringt. Und jetzt gehen wir rein. Let's go! Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplant, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und ich bin hier heute nicht alleine. Ich sitze hier heute mit dem Christian. Hi. Hi Christian. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und auch auf jeden Fall vielen Dank an Aquagenera, weil wir sitzen ja jetzt hier gerade im Tropengewächshaus, in den heiligen Hallen von Aquagenera und dürfen dieses Video hier aufnehmen. Und ja, bevor wir jetzt hier lange Zeit verplempern, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Thema. Und welches Thema das genau ist, das verrät euch jetzt der Christian. Es geht um die Börse in Hamm am 7.5. diesen Jahres in den Zentralhallen und da planen wir die erste internationale Pflanzenbörse Deutschlands. Wie kommt man auf diese Idee? Die Idee ist eigentlich aus dem Pragmatismus heraus entstanden und zwar, ich selber habe auch Pflanzen, bevorzugt natürlich Aronstabgewächse wie Monstera und Philodendron und jeder von euch da draußen kennt das ja, wenn man seine Pflanzen irgendwo bestellt, kann es sein, dass die anders ankommen, als sie vielleicht auf dem Bild waren. Oder man verschickt sie selber und die nehmen Transportschaden, dann hat man Stress mit dem Käufer. Und so ist es so, dass wir uns gedacht haben, eine Gelegenheit zu bieten, wo man seine Pflanzen face-to-face an andere Begeisterte abgeben kann. Man kann tolle Gespräche dabei führen, man kann sich die Pflanze genau angucken und wirklich nur dann kaufen, wenn man absolut davon überzeugt ist. Das Ganze nicht nur für den eigenen Bereich, das heißt jetzt nicht nur, dass man die Pflanzen dort findet, die man erwartet hat, sondern wir wollten alle Bereiche unseres Hobbys mal unter einem Dach vereinen. Das heißt, es wird auf dieser Veranstaltung Bonsais geben. Wir wollen den Gartenbereich dort präsent haben. Wir werden Karnivoren, fleischfressende Pflanzen haben. Wir werden Orchideen, Kakteen und eigentlich alles an Zubehör haben, was man sich so denken kann, sodass ihr, wenn ihr euch eine Pflanze gekauft habt, direkt auch noch die richtige Pflanzenlampe, vielleicht noch ein Terrarium oder vielleicht die richtige Erde oder den richtigen Dünger noch dazu mit einkaufen könnt, sodass ihr komplett ausgestattet seid, wenn ihr die Börse verlassen habt. Und das finde ich gerade so cool, weil ihr kennt es selber, ihr wollt jetzt irgendwo eine Pflanze kaufen, geht mit dem Ziel hin, yo, heute möchte ich unbedingt die Pink Princess kaufen. So, und jetzt läuft man durch so ein Gartencenter und oft ist die Auswahl zwar nicht so Bombe, aber man läuft plötzlich an der Bonsai-Abteilung vorbei, so ging es mir letztes Mal. Mhm. Und ich habe ganz vergessen, da meine Pink Princess mitzunehmen. Ich war dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde bei den Bonsais, weil ich das so cool fand. Und genau dieses gleiche Ding werdet ihr dann auch dort haben, weil es einfach ja, Unmengen an verschiedenen Pflanzengattungen und Familien geben wird. Und sogar auch Gartenabteilungen wird es auch geben. Ich weiß, viele von euch interessieren sich jetzt vielleicht nicht so für den Gartenbereich. Aber wie cool ist das? Also ich habe selber einen Garten und wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt auch in den Outdoor-Bereich und nehme dann noch vielleicht, weiß ich nicht, jetzt gerade, wo die Sonne wieder rauskommt, eine Erdbeerpflanze mit. Ja, mega, absolut. Oder vielleicht mal eine alte Tomatensorte. Also ich finde, das ist genau das, worum es geht. Und das Besondere an dieser Veranstaltung ist, es ist nicht einfach eine Messe, sondern es ist eine Börse. Das bedeutet, ihr habt dort die Möglichkeit, eure Pflanzen, die ihr vielleicht abgeben möchtet, weil ihr einfach zu viele habt. Pflanzen wachsen, man kann immer wieder Ableger produzieren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei uns einen Stand zu buchen, dort die Pflanzen anzubieten. Und wenn ihr die verkauft habt, könnt ihr euch vielleicht die Pflanze davon kaufen, die ihr schon immer gesucht habt, weil ihr die gerade einen Stand nebenan oder vielleicht schräg gegenüber gefunden habt. Und jetzt, Stefan, haben wir eine Besonderheit oder eine kleine Überraschung. Wir haben uns gedacht, für deine Zuschauer,
wir möchten für die ersten 5, die einen Stand bei uns reservieren und sich auf dieses Video beziehen, denen schenken wir die Hälfte der Standgebühren. Das heißt, bis 2 Meter kriegt ihr von uns für einen halben Preis. Ja, mega cool. Also du da draußen als Privatperson, genauso wie ich auch, habt dann die Möglichkeit, dort einfach mal so einen 1-2 Meter Tisch zu nehmen. Und das für den halben Preis ist auf jeden Fall cool, weil ihr wisst selber, Pflanzen wachsen, wie du ja gerade schon richtig gesagt hast, ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja, das ist cool, weil jetzt über den Winter wisst ihr selber, da schneidet man ja seine Pflänzchen mal so ein bisschen auseinander, steckt die dann überall in irgendwelche Gefäße, plötzlich hat man dann eine Vielzahl von Pflanzen und dann verhökert man sie dann vielleicht irgendwo auf irgendwelchen Online-Portalen. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze dann auch mitzunehmen zu eurem Tisch und das Ganze dann da zu verkaufen und mit der Besonderheit aber auch zu tauschen. Genau, also ihr habt also auch die Möglichkeit, es ist von uns, ich sage jetzt mal nicht nur geduldet, sondern wir möchten das auch so haben, dass ihr auch die Möglichkeit habt, wenn ihr vielleicht nur eine Pflanze zu Hause habt und denkt, ein Stand für eine einzige Pflanze macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Packt die in den Rucksack, kommt vorbei, geht an den Stand eines anderen Anbieters und fragt doch einfach mal, ob ihr tauschen könntet. Vielleicht sucht er gerade die Pflanze, die ihr abgeben möchtet und ihr nehmt dafür eine von seinen Pflanzen mit. Beide sind glücklich. Genau darum soll es an diesem Tag gehen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal alles richtig gut an, finde ich. Und übrigens, ich werde natürlich dann auch vor Ort sein und werde natürlich dann auch meinen eigenen Stand haben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Vielleicht kein großer, vielleicht 1-2 Meter, aber das reicht ja. Und das Coole wird da sein, da habe ich schon mit den ein oder anderen von den lieben Leuten aus der Community gesprochen. Zum Beispiel Sphinx & Plants, die Vivian, kennt ihr vielleicht, blende ich euch auch mal hier unten ein. Genauso wie der Momo, die werden bei mir am Stand sein. Varigata.de, kennt ihr mit Sicherheit auch. Chris und die Jenny und vielleicht auch Wheel of Aeroids. Die werden dann alle da vor Ort sein, aber nicht als Aussteller. Aber da habt ihr die Möglichkeit, zu mir an meinen Stand zu kommen und da dann auch nochmal so ein bisschen so dieses Meet and Greet Gedönse zu haben, so dass ihr dann die Möglichkeit habt, dann auch mal zum Beispiel mit dem Chris höchstpersönlich zu sprechen oder mit der Vivian. Und dahingehend werde ich dann an diesem Tag in meiner Instagram Story dann auch noch mal so eine Übersicht machen. Dann wisst ihr auch ganz genau, wer wann wo an meinem Stand ist. So, und jetzt habe ich mir noch die Frage gestellt, wenn ich jetzt meinen Stand habe und da draußen sind jetzt, weiß nicht, 1000 Leute, die wollen jetzt auch ihren Stand haben. Gut, vielleicht 1000 Leute nicht, aber so einige Leute. Ne? Habt ihr überhaupt auf der Messe die Gelegenheit oder die Möglichkeit, da jedem irgendwie eine Stellfläche zu bieten? Also wir haben auf jeden Fall genug Platz. Wir haben jetzt aktuell, planen wir mit in einer großen Halle mit 5000 Quadratmetern. Wir haben noch 2000 Quadratmeter Außengelände. In diesem 5000 Quadratmeter Halle haben wir nach momentan Corona-konformen Bedingungen ca. 400 laufende Meter. Mit genügend Abstand und. Wir haben aber jederzeit die Möglichkeit, durch Anbauzelte und so weiter, diese Fläche sogar noch zu verdoppeln. Cool. Das heißt, mindestens 800 laufende Meter Standfläche und fast 10.000 Quadratmeter. Okay. Da kriegt man einige Peoples unter, würde ich sagen. Das denke ich. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr Bock habt, auch mal so einen kleinen Stand zu haben, ein Stück weit auch ein Teil von der Community zu sein und da mit den Leuten in Kontakt zu treten, eure Pflanzen anzubieten und vielleicht so ein paar Tauschgeschäfte zu machen, dann auf jeden Fall blende ich euch hier unten nochmal ein. Die E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch an den Christian wenden und dann kriegt ihr da sogar die ersten 5, wenn ich das richtig verstanden habe, die Möglichkeit, so einen Stellplatz bis 2 Meter für den halben Preis zu kriegen. So, Christian, jetzt hast du gerade nochmal ein Stichwort genannt, und zwar Corona. Ich denke, viele von den Leuten da draußen werden sehr interessiert darüber sein, findet die Messe überhaupt statt? Was gibt es da Corona-technisch überhaupt zu erwarten? Momentan ist die Tendenz eher so, dass wir wahrscheinlich mehr Lockerungen als Einschränkungen haben werden. Mhm. Natürlich haben wir es nicht in der Hand. Wir werden die Börse natürlich nach den geltenden Corona-Richtlinien durchführen. Aber sollte es aus irgendwelchen Gründen sein, dass die Messe doch abgesagt werden muss, dann haben wir natürlich schon einen Folgetermin, das ist der 22.10. diesen Jahres. Das heißt, sowohl Besucher, die sich eine Karte im Vorverkauf gekauft haben, als auch die Aussteller haben die Möglichkeit, entweder auf die nächste Messe zu verschieben oder halt Geld-Zurück-Garantie, denn wie gesagt, wir möchten uns an niemanden bereichern, wir möchten einfach eine
geile Gelegenheit bieten, ein geiles Konzept an den Leuten an die Hand geben, wo man sich jedes Jahr ein, zweimal treffen kann, Erfahrungen austauschen, Pflanzen austauschen, ja, cool, und das Ganze halt eben nochmal die Community zu festigen. Und da geht es nicht darum, sich zu bereichern, sondern ein Miteinander. Mhm. Das klingt auf jeden Fall jetzt erstmal super, würde ich sagen. Also Corona-technisch habt ihr ja selber schon gemerkt, jetzt hier Anfang des Jahres 2022, einige Lockerungen sind ja schon am Start und wir drücken alle Daumen, die wir haben, dass das auch noch so bleibt. Eine Besonderheit habe ich aber noch, ja, Stefan, und zwar, wir möchten einfach aus gegebenem Anlass einfach mal das gesamte Personal aus dem Gesundheitswesen, das heißt Altenpfleger, Arzthelfer und vor allen Dingen halt die Krankenhausmitarbeiter, Krankenpfleger und so weiter, möchten wir einfach in einer besonderen Wertschätzungsaktion 10 Freikarten über deinen Channel verschenken. Das heißt, wenn ihr in dieser Branche arbeitet und Lust auf die Messe habt, bewirbt euch und sahnt eine von 10 Freikarten ab. Diese Aktion finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also wenn du da draußen in der Pflege arbeitest, dann kommentier einfach unten in der Videobeschreibung einmal, dass du aus der Pflege kommst mit dem Hashtag Freikarte. Dann werde ich aus diesen Leuten, die jetzt daran teilnehmen, 10 Stück auswählen und dann werden wir weiteres verhackstücken. Aber alles weitere kommt dann unten in der Videobeschreibung nochmal erklärt. Ja Leute, wenn ihr also Bock habt, auf diese Messe zu gehen, beziehungsweise ist ja keine Messe, wie wir heute gelernt haben, sondern auf diese Pflanzenbörse, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ich bedanke mich beim Christian heute für dieses tolle Interview. Ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich, euch auf unserer Veranstaltung zu sehen. Genau, ich sage, das wird ein voller Erfolg. Und jetzt gehen wir zusammen nochmal durch die Gewächshäuser und da werden wir uns nochmal ein paar schicke Pflanzen angucken. Let's go! Ende des Videos angekommen und ich kann nur sagen, wenn ihr mit dabei sein wollt, geht mal unten in die Videobeschreibung, da bekommt ihr einen Link, da bekommt ihr dann eure Tickets für 8 Euro, 1 Euro geht übrigens davon an mich, so können wir diesen Kanal hier weiter noch nach vorne bringen und ansonsten möchte ich euch noch sagen, wenn ihr hier jetzt gerade eines dieser Pflanzen gesehen habt und sagt, ich möchte unbedingt diese Pflanze da kriegen, dann schreibt es unten in die Kommentare, einmal welche Pflanze, dann werde ich den entsprechenden Händler kontaktieren, sodass dieser dann auch für euch entsprechend eine große Vielzahl von diesen Pflanzen dann mit zur Messe bringt. In diesem Sinne würde ich sagen, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein!